auch, das ist natürlich super. Vor allem, wenn man mit so einem Auto hier rumheizt, ne? Geht voll auf. Das Ding fährt ja gar nicht langsam. Das Nummernschild ist auch gar nicht falsch rum. Nein, ist alles richtig. Jo. Habt ihr Themen, was ich noch zeigen soll, beziehungsweise irgendwelche Fragen, könnt ihr mich gerne anschreiben auf YouTube, Facebook oder auf dem LOG-Forum eine private Nachricht. Oder stellt halt die Frage in dem Chat, wo dieses Video auch gepostet wird, wenn ihr es denn gesehen habt. Ja, ja. Ich könnte jetzt nach Straße fahren. Das ist natürlich sehr geil, mit der Karre so weit zu fahren. Ich meine, dieser Auftrag bringt jetzt richtig fett Knete, ne? Aber man fährt sich ja hier ernsthaft dumm und dämlich. Also hier liegen so schräg links, da hinten ist die Kristallsohle. Jetzt zeige ich euch auch noch, wie das alles funktioniert. Ich weiß, ich fahre Richtung Army Base, aber ich will ein bisschen abkürzen. Ah, das erkannte. Bom, bom. Ohne Schaden, ne? Respekt. Richtig Respekt. So. Schöner Name. El Castillo del Bungandry. Ja. Da vorne ist das Staatsgefängnis. Da kann ich euch auch noch... Mal gucken, wenn wir hier hinten wieder zurück müssen, zeige ich euch noch einen Zaubertrick. Nee, zeige ich nicht. Das ist bestimmt Backups. Naja, ich erkläre ihn halt, wenn man da irgendwie am Tor richtig steht, fällt man unter die Welt und dann steht man nachher irgendwo ein bisschen weiter oben im Dorf da. Oh, Jump. Nee, ich lasse es. Also, weil ich wäre hier nicht gekommen. So, nehmen wir wieder das Päckchen. Magical. $829. Das ist doch kein schlechtes Sämpchen. So, wir haben noch 3 Pakete auszuliefern. Ich glaube, bevor ich euch hier noch die Ohren zulabere mit irgendwelchen Scheiß, mach ich mal so ein bisschen chillige Musik an und genießt einfach die Fahrt. What to say now, I need to hold on to.
Hat die Musik gefallen? Ja, sorry für den einen Cut zwischendrin. Da hat gerade mein PC gemeint, mich jetzt mal auf den Desktop zu werfen, um eine Scheiße zu machen. Ja, also im Groben und Ganzen war das jetzt hier eigentlich der Postbotenjob. Ziemlich simpel. Man kann sich so viel Zeit lassen, beziehungsweise man muss sich sogar zu viel Zeit lassen. Weil mit dem Auto hier, ne? Was will man da machen? So, ich fahre noch zurück zur Postbroken Base. Wie gesagt, habt ihr Fragen bezüglich des Jobs oder allgemein zu LOG? Könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich helfe euch. Oder wenn ich irgendwas noch was Besonderes machen soll, keine Ahnung, irgendeine Fraktion vorstellen, beziehungsweise eine Fraktion möchte sich vorstellen, sollen sie sich bei mir melden, ich helfe gerne. Naja, gut. Also, ihr habt gesehen, zwischenzeitlich waren noch ganz schön gute Summen bei, die man so verdient. Aber wie gesagt, man braucht Zeit und Geduld. So, packen wir noch ein. Ach, mein Inferno steht noch. Eingeparkt. Na gut, Leute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Denn in der nächsten Folge zeige ich nämlich die Kristallsohle. Also bis dahin.